Hallo und herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute ein herrlicher Sonntagmorgen und das Klärchen ist schon groß im Gange. Und ich habe mir gedacht, wir gehen mal heute wieder in den Wald und gucken mal, was wir Schönes zaubern können. Sehr angenehmes Wetter, es freut mich wirklich. Und ja, ein bisschen zu spät eigentlich schon, weil das Licht ist doch schon relativ groß da, aber es ist noch nicht so hart, deswegen alles ist möglich. Ja, was habe ich heute dabei? Ich habe heute im Haupteinsatz erstmal meine Standardlinse drauf, die 17 bis 50 mm F2.8 auf APS-C, und mit der will ich hauptsächlich heute natürlich auch fotografieren. Und als Alternative habe ich natürlich auch eine Makroausrüstung mit, also ich habe auch Makroobjektive dabei. Und falls ich Makroart sehen sollte, das ist eigentlich der Grund, warum ich eigentlich heute auch im Wald gegangen bin, dann werde ich das natürlich einsetzen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und jetzt machen wir hier erstmal das erste Bild. Und hier werde ich erstmal ganz normal in die Flucht rein fotografieren. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ja, ich werde die Blende ein bisschen schließen. Ja, so auf F16 habe ich eine sehr, sehr gute Schärfentiefe. Und dann komme ich auf 1/6 der Belichtungszeit. Deswegen auch das KNF-Stativ dabei. Das super leichte. Und so werde ich erstmal mein erstes Bild machen. Und dann gucken wir mal, ob ich vielleicht ein bisschen ICM, ein bisschen Mehrfachbelichtung mache. Mal schauen, was das so ergibt. Also, folge ich erstmal jetzt gleich das Bild und dann hören wir nochmal. Bis gleich. So, Mehrfachbelichtung im Wald. Also ich möchte jetzt gerne mit der Kamera einen gewissen Orteneffekt erzeugen, aber nicht aus 2 Bildern, sondern aus 4 Bildern. So, wie machen wir das? Ich habe schon mal ein Video dazu gebracht letzte Woche. Das habt ihr alle gesehen. Und jetzt gucken wir, ob wir auch den Orteneffekt im Außeneinsatz hinkriegen in einen klassischen Wald. Und da kann man den natürlich wunderbar kreieren mit der Kamera. So, und dann machen wir Folgendes. Also ich stelle jetzt die Kamera auf folgt an. Also ich nehme jetzt hier erstmal, ich habe vorhin vergessen, die Stabi rauszunehmen, deswegen mache ich das, habe ich das jetzt gemacht. Also Stabi raus, AF raus und wir fokussieren manuell. Als nächstes, ich drehe das jetzt mal rum für euch. Als nächstes gehen wir jetzt hier in die Einstellung. Und hier haben wir den Bereich Mehrfachbelichtung, da gehe ich jetzt drauf. Und hier gehe ich auf nicht addieren, sondern ich gehe auf abdunkeln. Warum abdunkeln? Bei einem Orteneffekt werden die Bilder normalerweise überbelichtet. Das habe ich dann beim Addieren. Das will ich jetzt nicht, sondern ich will das ein bisschen dunkler haben. So habe ich dann hinterher in Lightroom die Möglichkeit, das Bild ein bisschen wieder aufzuhellen und nach den Bedürfnissen anzupassen. Das ist mir ein bisschen lieber, als wenn das zu hell ist und dann ist es vielleicht ausgebrannt. Das möchte ich natürlich nicht. Deswegen abdunkeln. So, dann sagen wir natürlich, wir wollen alle Aufnahmen beibehalten. Das ist klar, damit ich die einzelnen Aufnahmen trotzdem noch verwenden kann. Und dann gehen wir auf Anzahl der Aufnahmen, machen wir 4, das ist auch okay. Und Mehrfachbelichtung gehen wir auf Einzelbildmodus. Und jetzt mache ich meine einzelnen Fotos. Ja, ich werde das jetzt hier auf Blende 16 lassen. Ich habe den LW-Wert auf minus 0,3 gestellt. Das heißt, ein Drittel Blende geht nochmal runter. Und dann komme ich auf 1/6 ISO 100. Und dann werden jetzt 4 Bilder im Nachhinein gemacht. Ja, und ich mache jetzt meine Fotos. Und die und das Bild blende ich euch dann einmal ein. Also, viel Spaß damit. Bis gleich. Ja, leider hat der
Orteffekt mit dem Zoom-Objektiv hier nicht funktioniert. Also wir sehen das hier sehr, sehr deutlich. Die Mehrfachbelichtung ist hier kein Orteffekt zustande gekommen, sondern eher ein ICM-Bild. Ja, das liegt einfach daran, dass sich trotz Stativ und nicht geänderter Brennweite ändert sich die Bildmitte, also der Bildwinkel ändert sich innerhalb des Ausschnitts und das Licht einfach an den Linsen. Und somit ist also für mich ganz klar, ein Orteffekt ist mit einem Zoom-Objektiv echt, echt schwierig darzustellen, jedenfalls so nicht erstmal machbar. Man müsste hier die Brennweite müsste man hier minimal anpassen. Also ich sage jetzt mal, wenn man jetzt hier um 0,3 mm nochmal hochgehen würde mit der Brennweite, dann würde der Ausschnitt vielleicht identisch sein bei 4 übereinandergelegten Bildern. Das ist aber mit einer Fotokamera oder einem Fotoobjektiv so gar nicht möglich. Ja, das betrifft auch die anderen Bilder, die jetzt in diesem Video kommen, was Mehrfachbelichtung im Orteffekt betreffen. Ich schaue nach einer anderen Lösung und da bin ich auf jeden Fall dran. Ich habe das leider jetzt hier gesehen auf dem großen Monitor, dass das doch eher versetzte Bilder sind und kein Orteffekt. So, mein nächstes Motiv habe ich gefunden. Und zwar, ich habe hier so eine kleine Lichtung und hier unten, also vor den Bäumen, habe ich ein bisschen moosbehafteten Boden. Und die Sonne kommt von da drüben und scheint mir genau da drauf und da habe ich ein schönes, schönes Lichtspiel. Er sieht ein bisschen unaufgeräumt aus, der Wald. Ja, also so wie ihr das jetzt im Video seht, würde ich erstmal sagen, müsste man ziemlich viel mit Datschen und Birnen nacharbeiten, um daraus ein wirklich interessantes Bild zu machen. So, wir umgehen das ein bisschen mit diesen Datschen und Birnen oder vielleicht setze ich es doch noch ein, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt einen Orteffekt hier einsetzen, in einer Mehrfachbelichtung, kriegen wir ein sehr, sehr interessantes Motiv heraus. So, und das gehen wir nochmal zusammen mit durch. Ich stoppe jetzt mal das Video. Und jetzt könnt ihr, ich drehe mal die Kamera rum. Jetzt könnt ihr sehen, wie mein Ausschnitt hier gewählt ist. Ich bin auf F14, 1/15 und das ist jetzt mein Bildausschnitt. Und da komme ich auf ISO 100. ISO 100 ist klar, will ich immer unten haben, damit ich die bestmöglichste Bildqualität bekomme. So. Das Objektiv stelle ich jetzt ein. Ich habe den Stabi aus und habe das erste im AF drin. Also das erste Bild fokussiere ich jetzt mal mit dem AF scharf. Und dann gehen wir mal die Einstellung kurz hier rein. Und wir gehen wieder hier in die Mehrfachbelichtung. Und dann sagen wir wieder Überlagerungsmodus Dark. Also wir wollen das abdunkeln. 4 Bilder machen wir. Und dann machen wir eine Einzelaufnahme und dann gehen wir wieder zurück. So, jetzt werde ich durch ein, also jetzt schaue ich durch den Sucher und werde das erste Bild quasi gesagt per AF so schießen. Und jetzt nehme ich den AF raus und werde defokussieren manuell. Also ich gehe jetzt mit dem Fokus ein bisschen, nicht zu viel, sondern nur minimal. Also man muss ein bisschen aufpassen, wenn er in den Fokus, wenn er in eine Defokussierung eingeht, dann macht das zu viel, dann wirkt das eher überlappend und sieht nicht ganz so schick aus. So, jetzt mache ich das zweite Bild. Jetzt drehe ich den Fokus wieder zurück und gehe wieder in die Fokussierung rein. Ich könnte eine AF nehmen, will ich aber nicht. Ich bleibe in der manuellen Situation und mache jetzt das dritte Bild. Und jetzt
mache ich das vierte Bild. Auch in der Defokussierung und drehe das Bild, also drehe am Fokusring noch ein bisschen zurück und mache jetzt das vierte Bild. So, und jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. So, er sagt mir jetzt hier, fertig, ich brauche es eigentlich nur noch einmal Auslöser und jetzt berechnet mir das Bild zusammen. Und da haben wir unsere Mehrfachbelichtung und unseren Orteneffekt aus der Kamera heraus. Und ja, mir gefällt das eigentlich sehr, sehr gut. Ja, es sieht ein bisschen gespensterhaft aus. Und jetzt haben wir auch ein schönes Motiv, würde ich mal sagen. Ja. So sieht das doch schick aus. Genau. Ja. Und jetzt brauchen wir in der Nachbearbeitung gar nicht mehr so viel zu machen. Also, ich finde diese Mehrfachbelichtung wirklich sehr, sehr toll. Und man kann dann aus eigentlich nichts aussagenden Motiven eigentlich wunderschöne Bilder gestalten. Jetzt habe ich so ein bisschen gespensterhaftes Phänomen drin. Und durch diese Mehrfachbelichtung kann ich diesen Orteffekt in der Kamera schon gestalten. Und das kriege ich wahrscheinlich so in der Software, muss ich ganz schön lange dran sitzen. Und so kriege ich das aus der Kamera raus. Ihr müsst aufpassen, also ich mache das immer so, wenn ich solche Bilder mache, dass ich den Himmel nicht drin habe. Ja, also die Kamera ist hier auch ein bisschen nach unten geneigt, ein kleines bisschen, dass der Himmel auf jeden Fall nicht drin ist. So, für euch jetzt zwei Bilder, einmal ein Bild ohne Orteneffekt und einmal das Bild mit dem Orteneffekt, also aus der Mehrfachbelichtung, damit man mal den Vergleich sieht und wir gehen weiter. Also, bis gleich. Was auch immer sehr, sehr schön ist, wenn man ein kleines Panorama im Wald macht. Und zwar, wie jetzt hier zum Beispiel, ja, ich habe jetzt hier schon auch eine neue Lichtung, also hier die, und bin dann einfach mit der Kamera ein bisschen im Landscape-Modus hier rübergegangen und habe mehrere Bilder überlappen lassen als Panorama. Mal sehen, ob sie was geworden sind, weil ich habe ziemlich abgeblendet, um eben halt eine gewisse Stimmung zu erzeugen. Und was mir hier eigentlich sehr, 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 sehr gut gefällt, ist, dass die Bäume wirklich noch keine Blätter haben. Und das gibt eben halt, wenn ich das jetzt so mache, ich werde mal gucken, ob ich gleich ein ICM nochmal machen kann, eine richtig schöne Stimmung. Gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Und natürlich habe ich auch ein Einzelbild gemacht und eine Mehrfachbelichtung aus verschiedenen Positionen. Die Bilder, die kommen jetzt erstmal für euch und danach gehen wir weiter. Also, bis gleich. Ich höre einen Specht. Ich habe kein großes Tele mit. Also für Vogel, Wildlife, Fotografie im Wald, ja, das ist so eine Herausforderung. Ich glaube, da habe ich die Geduld eigentlich nicht so dafür. Und da muss man schon eine Menge Glück haben. Ach, jetzt fliegt weg. Ja, und hier am Waldesrand liegen. Was heißt liegen? Also hier an den Gehwegen da unten sind überall so kleine Pflänzchen. Ich glaube, es sind Buschwindröschen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich blende es euch jetzt einmal ein. Und wenn es keine Buschwindröschen sein sollten, dann
schreibt es mal einfach unten in die Kommentare rein. Da freue ich mich natürlich. Ja, da auch macht Makro natürlich wahnsinnig viel Sinn und macht auch wieder unglaublich viel Spaß. So, bei ICM. Ja, ich habe heute leider meine Filter rausgenommen, also meine ND-Filter. Und bei ICM, wenn man da ein gutes ICM raushaben will, dann braucht man eine sehr, sehr lange Belichtungszeit. Und bei der Lichtstimmung, die wir hier haben, ja, ihr seht es also, ich glaube, es dürfte so ungefähr 10 Uhr sein, kriege ich mit meinem Objektiv maximal Blende 22 hin und dann bin ich irgendwo bei einer Belichtungszeit ein Achtel, ein Sechstel, so in der Dreh herum. Ja, und das reicht zum Schwenken. Gerade so, aber es ist halt nicht optimal. Deswegen, ich blende es euch trotzdem ein, was ich da gemacht habe. Ein bisschen künstlerische Gestaltung. Und jetzt kommen erstmal die Makros für euch. Und danach kommt das ICM-Bild. Also, Filter machen auch Sinn, immer dabei zu haben, auch im Wald. So, wir gehen jetzt ein bisschen weiter und dann hören wir nochmal. Also, bis gleich. Ja, ihr habt also gesehen, ICM auch ist eine schöne, wie wir aus der Sonne ein bisschen rausgehen, ist eine schöne Art zu fotografieren. Ist also auch ein bisschen Kreativität und ein kreatives Bild ist auch eine Art der Fotografie. Macht auch unglaublich viel Spaß. Ja, wir sind tatsächlich eben zwei Rehe lang gelaufen. Was ein paar Papier nicht mit. Tele. Ich habe nur ein leichtes Tele mit 105 mm, das hätte nicht gereicht. Und da wäre ich auch zu langsam gewesen, muss ich dazu sagen. Ja, ich habe heute früh gedacht, Tele brauchst du heute mal nicht, das nimmst du mal raus. Also das 300er Tele raus, das 200er Tele raus, brauchst du gar nicht mitnehmen. Willst du heute eine andere Art der Fotografie machen? Ja, und was passiert? Zwei kleine Rehe laufen hier lang, einmal hier quer durch den Wald, hier. Direkt bei mir vor der Nase und keine Chance, ärgerlich, aber naja, man kann hier alles haben. So, meine Liebenden, ich habe jetzt noch hier ein letztes Motiv und das fotografiere ich jetzt so ab. Also wir sind jetzt ja ein paar Sachen schon durchgegangen. Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle von euch
schon mal verabschieden. Und es hat mir wieder riesen Spaß gemacht. Ihr seht also, man kann im Wald auch ganz neue Art oder was heißt neue Art, auch andere Motive gestalten oder die Motive ein bisschen anders gestalten und nicht einfach nur auf den Auslöser drücken, sondern sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen. Ja, probiert ruhig ein paar Sachen mal aus, macht ein einfaches Bild, stellt das Bild in Szene, achtet ein bisschen auf den Bildaufbau und guckt und schaut, was die Kamera so kann. Gerade so in einer Mehrfachbelichtung macht riesen Spaß. Und da kommen ganz tolle Effekte bei raus. Ist ein bisschen Übungssache, ist aber nicht schlimm. Dazu ist es ja da, die Kamera, um ein bisschen zu trainieren. Ja? Und die Kamera kann mehr, als man manchmal denkt. Ja, das Licht wird ein bisschen hart. Und jetzt würde ich sagen, jetzt fehlt auch mir ein bisschen das Grün in den Bäumen. Also da muss man noch ein bisschen warten, aber der Frühling kommt mit großen Schritten und da freue ich mich natürlich schon wahnsinnig drauf. So, jetzt kommen noch mal ein paar Bilder zum Abschluss, wie ihr das normalerweise von mir mal gewohnt seid. Und ich sage, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder schöne Fotografien machen oder vielleicht auch ein Indoor-Video, mal sehen, was kommt. Lasst euch überraschen. Ich habe eine ganze To-Do-Liste voller Videos, was ich drehen will und mal sehen, ob ich das alles so schaffe. Also meine Lieben, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, bye bye, euer Pierre. Das macht doch richtig Laune wieder. Ich muss sagen, es gibt ja mehrere Arten, die man im Wald zu fotografieren kann. Ja, ich zähle mal ein bisschen auf heute. Also ich habe Panorama gemacht, normale Bilder gemacht, also Einzelbilder. Dann haben wir Makros, dann haben wir Mehrfachbelichtung, ICM und habe ich was vergessen? Ich glaube, das war's, ne? Und Einzelbildaufnahmen nochmal. Ja. Und alles mit einem Objektiv. Und da sind wir noch lange nicht an den Grenzen angekommen. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, im Wald Motive zu finden und Motive abzulichten in der verschiedensten Art der Fotografie. Und das ist immer wieder spannend und immer wieder etwas Neues, auch für mich. Auch wenn man den Stückchen Waldweg schon tausendmal gelaufen sind. Ja. Alles auf 1 Kilometer Strecke und fantastische Bilder kommen raus. So, wir gehen erstmal weiter jetzt.